ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute wieder den Spin Art Maker von Crayola und ich habe euch den beim letzten Mal schon gezeigt, noch nicht ausprobiert. Das machen wir heute. Mit dabei im Set waren 10 Pappen, 3 weiße mysteriöse Stifte, blaue, gelbe und rote Farbe und diese Maschine. Da spannen wir jetzt erstmal als erstes eine der Pappen ein. Die kann man hier an den Seiten reinstecken. Und dadurch ist die dann hier befestigt. Und wenn ich hier drücke, das ging doch beim letzten Mal noch. Ich habe rausgefunden, warum die Maschine gerade nicht funktionierte. Und zwar war das Papier so ein bisschen eingeklemmt. Deswegen habe ich diese Scheibe jetzt einfach mal rausgeholt und das Papier hier innen so runtergeknickt. Und wenn ich das jetzt hier wieder draufsetze, dann kann man das hier richtig gut zum Drehen bringen. Und stopp! Also es reicht eigentlich immer, wenn man einmal runterdrückt, dann dreht es sich schon richtig. Und wenn es dann irgendwann wieder langsamer wird, kann man es wieder runterdrücken. Gut, dann bringen wir uns mal hier in Position. Mit den Stiften weiß ich im Moment noch nicht so richtig, was anzufangen. Die lege ich erstmal an die Seite und einmal aufdrehen. Mal schauen, ob wir da direkt starten können. Ja, das sieht gut aus. Ich mache mir mal die Farben schon mal bereit. Das ist der Blick von oben auf meine Pappe und ich drücke jetzt zum ersten Mal runter. Und ich fange einfach mal mit Rot an. Oh, ich glaube, da muss ich direkt nochmal drücken. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig, mit der einen Hand zu drücken und dann auch gleich zu tropfen. Deswegen habe ich das jetzt umgedreht. Dann kann ich hier mit der linken Hand drücken und mit der rechten Hand kann ich dann Tropfen hinzufügen. Ich glaube, ihr könnt schon sehen, da sind schon ganz tolle Tropfen nach außen gelaufen. Sieht auf jeden Fall schon interessant aus und jetzt geht's weiter. Oh, okay. Ich glaube, jetzt wechsle ich mal die Farbe. Wieder ausrollen lassen. Ja, das sieht schon spannend aus, finde ich. Jetzt kommt mal Blau dazu. Nochmal Rot. Hui, das ist echt ein interessantes Kunstwerk geworden. Ja, ich finde, das sieht echt gut aus. Interessante Farbkombination und mir gefällt es so gut, dass diese Tropfen so nach außen gelaufen sind. Irgendwie ist es ein bisschen anders, als ich erwartet hätte, aber es sieht super aus. Wie findet ihr das? Das könnt ihr ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ist mir das gelungen oder habt ihr noch Tipps für mich, wie ich das noch schöner hinbekomme? Ich sehe es schon hier am Rand. Die Farbe ist ja immer so zum Rand gelaufen und da ist es jetzt ganz schmutzig. Und ich glaube, das muss ich jetzt erstmal richtig gründlich sauber machen. Das Bild muss ich natürlich auch gut trocknen lassen, damit die Farbe nicht mehr verlaufen oder verwischen kann. Aber ich glaube, für mein erstes Kunstwerk war das schon ganz gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren.
Das seht ihr dann einfach hier bei uns auf dem Kanal. Also ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht abonniert habt. Also falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann seid ihr immer auf dem Laufenden hier bei uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!